Das war echt krass, wirklich. Oh mein Gott, wie sind hier die Leute drauf? Anscheinend hat er den Warnschuss ernst genommen. Oh Gott, ja, ich bin so froh, dass er jetzt von uns abgelassen hat. Ich bin schockiert. Mir zittert einfach der ganze Körper. Was ein krasser Scheiß. Vor allen Dingen, ich meine beobachtet zu haben, dass die Handgelenkknochen rausgeguckt haben. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, ob mir mein Kopf wieder meine Fantasie mit mir durchgeht, aber das sah wirklich unheimlich aus. Ja, du hast recht, der muss doch Schmerzen ohne Ende gehabt haben, damit so im Tempo. Oh mein Gott, sollen wir uns langsam Richtung Auto nähern? Vielleicht sind da weitere Verletzte, die wirklich Hilfe brauchen. Ja, du hast recht. Ich guck mal kurz, ich seh's da hinten. Ich hol mal eben das Fernglas raus. Ich müsste eigentlich schon sehen. Da ist es, ja, das steht völlig alleine da. Hat hinten sogar einen Reservereifen dran. Ich würde sagen, wir sollten so vorsichtig wie möglich jetzt an das Auto drangehen. Vielleicht ist da noch jemand Verletztes drin. Mal schauen. Du darfst aber auch nicht vergessen, es könnte auch jemand Verrücktes sein. Wir sollten immer bereit sein zu schießen. Du hast recht. Aber wir müssen uns wirklich zu 100% sicher sein, dass es ein Verrückter ist. Ich will auf keinen Fall einen unschuldigen Menschen erschießen. Hallo? Hallo? Ist da jemand drin? Also, das Fahrzeug ist leer, hier sitzt keiner drin. Na, hinten die Ladefläche ist auch komplett leer. Sollen wir uns einfach mal reinsetzen? Das sieht eigentlich noch intakt aus, wenn ich mir das so anschaue. Das, ja doch, also hier ist noch nicht mal eine Scheibe zerbrochen beim Aufschlag. Ich würde sagen, aufgrund der Tatsache, dass der Verletzte geistig verwirrt ist und wahrscheinlich gar nicht in der Lage ist zu fahren, wenn wir das Auto jetzt einfach nutzen, ja, um vielleicht zu bergen. Vielleicht, wir fahren jetzt nochmal. Oder eventuell in die Stadt, um Hilfe, um Notruf abzusenden, genau. Wir müssen jetzt einfach eine Stadt erwischen, weil hier geht es jetzt gerade nicht ums Jagen, wir müssen jetzt wirklich den Leuten helfen, die hier anscheinend einen Unfall gerade erlitten haben. Genau. Ich frage mich sowieso, was macht denn so ein Auto auf so einem Flugzeug? Wie geht denn sowas? Ich weiß jetzt gar nicht, welche Stadt hier als nächstes kommt, aber wir werden jetzt einfach mal nach den Schildern da orientieren müssen. Genau, schauen wir einfach mal. Schau mal. Da vorne steht jemand, da vorne läuft jemand. Das könnte ein Einheimischer sein. Sollen wir vielleicht mal... Mach langsam, ich werde erstmal aussteigen. Vorsicht, der fängt an zu rennen. Hallo? Moment, soll ich vielleicht... Waren Sie im Auto drin? Der sieht wirklich... Oh fuck, Sie kommen aus dem Wald! Oh Scheiße, fuck! Oh mein Gott, der hat mich einfach gebissen, ey. Ich fass es nicht, ey. Oh. Bitte, Warren, komm! Komm, du schaffst es, Ich bring dich hier raus, wir schaffen das. Oh Gott. Oh fuck. Wallen, die Stadt ist zu. Ich glaube, ich muss über Land fahren. Hältst du das aus mit deinen Wunden? Oh mein Gott, mach einfach so schnell wie möglich in irgendein Krankenhaus oder sowas. Oh Gott. Okay, aber halt dich bitte gut fest. Oh mein Gott. Oh, sorry. Fuck. So eine Scheiße, dass ich hier nicht einfach über die Straße fahren kann. Oh Gott. Halt durch, wir haben es gleich geschafft. Da vorne ist ein Weg. Ich weiß gar nicht, sollen wir jetzt in den Wald oder... Obwohl... Wenn ich rechts lang fahre, ist eine Stadt. Da kommt eine kleine Stadt, vielleicht kann ich dich da verarzten. Ich würde auf jeden Fall rechts lang fahren. Am Stadtrand trafen Wallen und Killer auf ein altes Armeekrankenhaus. Darin angekommen, ließ sich Wallen direkt mit schmerzverzerrtem Gesicht auf eine alte Trage nieder. Killer machte sich sofort auf die Suche nach einigen Utensilien. Nach kurzer Zeit fand er einige Bandagen, wie auch etwas Desinfektionsmittel. Und bei genauerem Hinsehen konnte er in einem alten Medizinschrank auch noch etwas Antibiotika finden. Boah, ich bin wirklich erleichtert, dass es dir jetzt wieder besser geht. Boah, definitiv, ey, die Verletzungen haben sowas von übelst wehgetan, das kannst du mir echt glauben. Guck mal, da vorne, da ist ein Dorf, guck mal, vielleicht finden wir da was zu essen, weil ich jetzt echt langsam Hunger. Das werden wir uns auf jeden Fall mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Okay, sollen wir aussteigen? Ja, können wir machen. Also ich nehme einfach mal an, wir haben jetzt die ganze Zeit ja keinen Gegenverkehr gehabt, von daher wird hier wohl wahrscheinlich auch keiner... durchwollen. Und falls doch, ist da noch was frei. Also, Moment, ist da... Nee, doch nicht. Okay, also ich hoffe einfach, dass wir hier auf keinen von diesen verrückten, durchgeknallten Leuten mehr treffen. Ich weiß gar nicht genau, was ich machen soll. Ob ich da jetzt schießen soll oder nicht. Es wäre schrecklich, wenn wir jemanden erschießen müssten. Also ich glaube, mittlerweile haben wir festgestellt, nach der Attacke, die mich fast umgebracht hat, also ich bin auf jeden Fall gewollt zu schießen. Wenn mir jetzt ein zweites Mal jemand in die Quere kommt, hat er auf jeden Fall Blei in seinem Körper stecken. Also ich weiß nicht, ob ich es auch kann, aber egal. Erstmal zu dem ganzen Werkzeugdingens hier. Also hier ist eine Axt drin und hier sind auch zwei leere Dosen drin. Ich weiß es nicht, brauchen wir eine Axt? Hast du eine dabei für Feuerholz oder so? Ich schau mal kurz in meinem Rucksack nach. Ich bin mir da jetzt gar nicht mal so sicher.
Sieht schlecht aus. Ich werde es einfach mal einpacken. Ich weiß jetzt nicht genau, ob wir überhaupt dazu kommen werden, irgendwie uns jetzt großartig Holz zu holen. Weil, also ich denke natürlich, also ich denke immer noch, dass wir hier schnell rauskommen. Das werden wir schon hinkriegen. Vielleicht klärt sich das auch irgendwie auf. Wahrscheinlich, vielleicht ist hier irgendwas ausgeströmt oder sowas. Also es gibt hier doch ein großes Elektrizitätswerk. Vielleicht ist da irgendwas gebrochen, kaputt gegangen oder was weiß ich, keine Ahnung. Das kann natürlich alles sein. Oder elektromagnetische Strahlung hat hier genau. Die Leute besessen gemacht. Auf jeden Fall sind hier vorne wieder Verrückte. Also vielleicht sind die ja nicht so drauf wie die anderen, aber ich würde sagen, wir halten uns vielleicht mal so weit es geht von denen fern. Genau, ich habe keine Lust, ein zweites Mal angegriffen zu werden. Siehst du, da hinten ist eine Scheune. Da hinten ist eine Scheune, in die Richtung hier links. Also kompassmäßig her nach Osten. Siehst du die offene Scheune da vorne? Sieht natürlich nicht schlecht aus. So alte russische Bauern haben meistens irgendwo Flinten rumfliegen. Und nochmal so eine Schrotflinte als zweite Waffe. Warum nicht? Schauen wir mal nach. Vielleicht liegt hier auch irgendwo Essen rum. Genau, oder eben einfach ein Messer. Wir haben ja da hinten eine Kuh gesehen. Möglicherweise können wir uns die dann schnappen. Das sollte doch alles noch gut ausgehen hier. Ich guck mal kurz in diese kleine Hütte. Hier vorne ist so eine kleine Hütte. Ich schau mal, was da so drin ist. Ist das sogar offen? Okay, oh, hast du das gehört? Eben. Ich habe irgendwas. Irgendjemand hat gerade eben an so einen Metallzaun geschlagen oder sowas. Ich hab's auch ganz leise vernommen. Richtig cool. Oh. Guck mal, was hier drin liegt. Hier liegt eine Schrotflinte drin. Was? Eine Schrotflinte und Bohnen. Hier liegen Bohnen. Hier liegt eine Packung. Also ich diese Dosen nehme ich mal auf jeden Fall mit. Ich hoffe, dass die noch nicht abgelaufen sind. Lass mich mal kurz schauen. Oh, bei meinem Hunger, ich glaube, ich esse jetzt momentan wirklich alles. Ich frag mich eh, warum wir so wenig eingepackt haben. Aber na gut, wir haben auch nicht so ein Tovabo hier erwartet. Einfach nur jagen gehen, das hätte locker gereicht. Also eins hat uns der Reiseführer versprochen und das hat auch wirklich gehalten. Wir werden dieses Erlebnis nie vergessen. Genau. Ich glaube, das ist die größte Wahrheit an der ganzen Sache. Wobei, dass wir hier lebend rauskommen, da bin ich mir noch nicht so sicher. Schauen wir erstmal in diesem großen Landhaus nach, ob wir da irgendwas finden können. Oh, Vorsicht, da vorne, da ist jemand drin. Schieß!